Hier sind wir wieder auf meinem Kanal zu Arcane Rising Box Nummer 9. Wir gucken, vielleicht kriegen wir ja noch weitere Arcane Rising Produkte ran. Oder wir machen Mail-Deal und bestellen uns irgendwo aus Amerika für 30 Tage Lieferzeiten die fehlenden gewünschten Karten nach Deutschland. Ich wünsche euch mit diesem Video viel, viel Spaß. Hoffentlich ziehen wir noch das ein oder andere Tolle. Ich muss euch sagen, sobald es darauf hinausläuft, irgendwelche Majestics zu handeln, bestimmte Majestics, wird es immer, immer schwieriger. Enchanted Melody, Double Rare, Common Foil. Und ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch was braucht, falls ich es noch nicht weggegeben habe. Amplifier, Common, normale Rare, Pur the Mold als Rare und Amplify the Arknight Common Foil. Life for Life, Lesson in Lava, super rare. Das erste Mal, dass ich diese Karte überhaupt sehe. Ja, das erste Mal, dass wir einen Magier super rare für, von, ja, dass wir die überhaupt sehen in neuen Displays. Ja. Take Aim, Erish Prayer, West of the Fist, Common Foil. Oath of the Arknight, Reduced to Rune Chant, Ravenous Rebel, Common Foil. Stir the Edelweins als Rare, Plunder Run als Rare, Null Round Cloths als Common. Pour the Mold, Take Cover, Bloodspill Invocation, Common Foil. Zum Abschluss jetzt noch wäre es schick, ein Command & Conquer zu ziehen in diesem Display. Silver the Tip, Pedal to the Metal, Salvage Shot, Common Foil. But, oh je, noch nicht mal die Foil-Slots gönnen gerade. Macht's wieder spannend, die Box. Enchanting Melody, Silver the Tip, Sun Kiss, Common Foil. Es geht weiter mit der Spannung. Life for Life, Absorbing Aether, zwei Rares, Trottel, Blau, Common Foil. Die Box gönnt gar nicht. Wir arbeiten uns gerade von oben runter, also die Top-Reihen waren gerade ein Desaster. Stir the Edelweins, Spellblade Assault, Pursuit of Knowledge als Super Rare in Foil, was quasi noch nicht mal zum regulären Slot dazu zählt aktuell. Ich gehe mal auf die linke Seite der Box und wir gucken mal da weiter, was da noch so uns kommt. Prayer. Endless Arrow, da haben wir eine super Rare versteckt gehabt. 0 to 60, endlich geht es mal weiter mit den Foils. Unsere vierte. Also 4 to 9. Brauchen auf jeden Fall noch
einige Zero to 60s. Ether Spindle, Rare, Take Cover Rare, Enchanting Melody, Rare Foil. Take Aim, Nymphblade, Super Rare, die wollten wir noch. Das ist unsere dritte davon. Und die brauchten wir auch für unser Arknight Deck. Common Foil. Bekannter Arknight wäre noch eine Majestic. Dann glaube ich, hätten wir alle Arknight-Karten. Rare Prayer, Amplifier als Rare, Sever Hit als Common Foil. Also Wunsch, Command & Conquer jetzt hier als Majestic noch. Komm schon. Life for Life, Rusted Relic als Super Rare und Oath of Arknight als Rare. Stir Etherwinds, Pedal to the Metal, Absorb in Ether eine weitere Foil Rare. Tja, Majestics bisher noch keine in Sicht und Super Rare dürfte auch noch eine drin sein. Take Aim, Silver the Tip, Searing Shot. Ich merke schon, die Box will es spannend machen. Sechs Booster und eigentlich eine 33%ige Chance, dass wir in diesem Booster eine Majestic haben. Ich gehe davon aus, dass wir halt noch zwei ziehen, darum 33%. Wir machen es auch jetzt ein bisschen spannend. Wir haben Absorb in Ether und hinten dran haben wir eine Majestic. Diese Majestic ist eine Wizard Action Card. Sonic Boom, Warp. Ja, ist eine Majestic, ne? Wollten wir nicht, aber haben wir jetzt halt bekommen. Aber wir machen weiter, denn ich glaube, es ist doch eine Majestic drin. Runeshard Blade and Zipper Hit in Foil. Life for Life und eine Rare Take Cover Spellblade Strike Foil. Nein, jetzt schmeiße ich hier alles um. Wir haben Take Cover und eine Rare. Spellblade Assault mit Stirring Etherwinds. Zwei Booster noch. Stirring Etherwinds. Kann man schon gar nicht mehr oft genug sagen. Und Rare Speedblade, Whisper of the Oracle, Common Foil. Och nö. Also ich muss sagen, wenn das jetzt eine Majestic Box wird, dann war es die zweite von Arcane Rising und dann muss ich auch sagen, overall gesehen, scheinen die Pullraten in Arcane Rising noch schlechter zu sein als in Welcome to Rough mit Majestics. Enchanting Melody. Und wir haben eine Rare. Ja, Leute. Was war miserable Box? Das war sehr enttäuschend. Aber, tja,
Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, euer TCG und More. Tschüss.